Medizinisches Prüfungswissen in 5 Minuten. Wir setzen mit dem heutigen Video das große Thema Angststörungen fort. Und zwar mit dem Kapitel Ursachen der Angst. Sie sind bereit für intensive und, wie ich hoffe, auch spannende 5 Minuten. Und die Uhr läuft. Hinsichtlich ihres Ursprungs können 3 Angstformen unterschieden werden. Tief im Wesen des Menschen verankert, findet sich die Existenzangst. Sie speist sich aus dem evolutionär jungen Erleben der eigenen Freiheit. Erkauft wurde dieses kleine Stück Freiheit mit einem Verlust an naturhafter Geborgenheit. Denn die Entwicklungsgeschichte des Menschen löste ihn aus der Verbundenheit mit der Natur, indem das reine, instinktgetriebene Handeln eine Erweiterung erfuhr und somit Entscheidungs- und Handlungsspielräume eröffnet wurden. Mit dem Philosophen Herder kann der Mensch als erster Freigelassener der Natur betrachtet werden. Der daraus erwachsene Schwindel der Freiheit, wie Kierkegaard es umschrieb, dass sich Gewahrwerden seiner selbst und der eigenen Verlorenheit in dieser Welt ließ die Existenzangst als natürlichen Begleiter menschlichen Seins entstehen. Der Preis, den wir für die Freiheit zahlen müssen. An vielen aktuellen Entwicklungen in Politik und Gesellschaft können wir sehr wohl ablesen, wie schwer es vielen Menschen fällt, mit dieser Freiheit umzugehen, sie gar auszuhalten. Wahrheitsverkündende Ideologien schaffen für viele eine Entlastung. Die Freiheit scheint für sie mehr Bürde als Gewinn zu sein. Ebenfalls als natürlich anzusehen ist die Realangst. Sie stellt sich bei einer äußeren Bedrohung, bei Gefahrensituationen ein. Hier übernimmt sie eine Schutzfunktion und ermöglicht aktuell, wie auch bei Wiederbegegnung, angemessene und schnelle, Leib und Leben schützende Reaktionen. Erst die dritte Angstform, die pathologische Angst, ist als Störung im engeren Sinne zu kennzeichnen. Sie zeichnet sich durch ein Erleben aus, das ohne erkennbaren Grund bzw. als Reaktion auf ein objektiv ungefährliches Phänomen auftritt und lebensbestimmend wird. Welche Faktoren ermöglichen ihre Entstehung? Es ist ein Wechselspiel biologischer, psychologischer und mit der je individuellen Entwicklung im Zusammenhang stehender Faktoren. Dass die Verletzlichkeit, die Vulnerabilität beziehungsweise die Tendenz zur Ausformung einer Angststörung begünstigt. Stress unterstützt diese Tendenz als zentraler, symptomauslösender und aufrechterhaltender Faktor. Neurobiologisch zeigen sich an der Entstehung von Angststörungen zahlreiche Hirnareale beteiligt. Regelmäßig findet sich eine erhöhte Aktivität der Amygdala, die unter anderem als Gefahrendetektor fungiert, wie auch des Hippocampus, wichtig für Gedächtnisbildung, und der Insula, zuständig für das körperliche Selbsterleben, sowie eine verminderte Aktivität frontaler, die Emotionen regulierender Strukturen. Ferner konnten auch abweichende Verknüpfungen zwischen der Amygdala und vielen anderen Hirnbereichen nachgewiesen werden. Auf Ebene der Neurotransmitter wird eine Verschiebung des harmonisierenden Serotoninsystems und eine Minderfunktion des beruhigend wirkenden GABA-Systems postuliert. Beides wird genetisch bzw. durch frühe Belastungen, sprich also Belastungen in der Frühentwicklung, begünstigt. Diese Verschiebungen wirken sich auf die Funktion von an der Angstbildung beteiligten Hirnarealen dergestalt aus, dass es unter der Einwirkung von Belastung und Stress schneller zur Überreaktion und so zur Symptombildung kommt. Auch scheinen entwicklungsbiologische Faktoren die Ausbildung von stressempfindlichen, stresssensitiven Persönlichkeitsmerkmalen zu begünstigen, die wiederum ein Risikofaktor für die Ausbildung dysfunktionaler Lernprozesse sind. Sowohl der Einsatz von Antidepressiva wie auch durch Psychotherapie können Symptome reduziert und pathologische Aktivierungsmuster im Gehirn normalisiert werden. Die Aktivität vor allem der Amygdala, der Insula und anderer Bereiche werden reduziert. Neue Erfahrungen in der Psychotherapie oder dem normalen Lebensvollzug umgesetzt, die in der Amygdala angesiedelten
emotionalen Netzwerke zu erweitern vermögen, tragen dazu bei. Das heißt, die durch neue, positivere Erfahrungen erweiterten und damit ihrer Dominanz beraubten Netzwerke in der Amygdala können schließlich durch frontale Kortexbereiche effizienter reguliert werden. Alles Wichtige ist gesagt. Nein, Sie müssen keine Angst haben, dass das schon alles war. Hier warten noch viele Clips auf Sie. Und angstreduzierend wirkt unbedingt das Abonnieren unseres Kanals. Ach, und übrigens, ganz unten im Text finden Sie Hinweise zu unseren Online-Vorlesungen für verschiedene medizinische Fachberufe. Das war's.